Ich bin soweit, ich kann wieder spawnen. Hat er gedacht, er kann uns irgendwie ummachen, ne? Aber nicht mit uns, Alter. Jawohl, die haben einen Turret zerstört. Schön gemacht, Buben und Mädchen. Super, geil. Shadow Daggers, easy. Hey, Kinders. Was geht bei euch ab heute? Willkommen zu League of Legends. Ich dachte mir, ich zock mal wieder eine Runde League of Legends, zumal wir heute den League of Legends Livestream haben. Ja, ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt hier zuerst dingsen soll. Es war, glaube ich, das hier, oder? Oder war es doch das? Ich weiß es nicht, ha? Scheiße. Aha, schon sind da Gegner. So, so. Ich bin schon wieder gespannt, wie der Stream heute Abend laufen wird. Ich will nicht so schlecht sein wie die letzten paar Male, auf jeden Fall. Wenn ich mit euch spiele, mit euch Profis, dann fällt meine Schlechtheit noch deutlich mehr auf. Also, sie fällt zum Glück weniger ins Gewicht, aber sie fällt mehr auf. Das ist ein bisschen kotig. Komm doch mal her, du Pisser mit deiner riesigen Waffe, Alter. Krass. Sind wir hier bei Gears of War oder was? Und der mit seinem Fleischerbeil. Lege mal los und pimmle mal richtig drauf, da. Zack, bumm. Oh, damit haben sie sowas von nicht gerechnet, Alter. Jawohl, und die ganzen Kills bekommen. Herrlich. Endlich kann ich ja mal direkt ein bisschen Cash sammeln. Oh, ich habe alles bekommen. Ich bin so cashmäßig unterwegs hier. Krass. Ich bin so eine richtige rich Slut, Alter. Oh, der hat mir den Kill geklaut. Oh, das ist vielleicht ein Luder, ein ludriges da. Ich brauche unbedingt Cash. Die letzten paar Male habe ich immer so wenig Cash farmen können. Und jetzt habe ich es gerade richtig drauf, den Last Killer zu machen. Beziehungsweise habe halt einfach Time Luck, dass ich tatsächlich immer dann angreife, wenn ich... Da. Schade. Hat er Glück gehabt. Aber ich will mich jetzt nicht in den Turm reinwagen, bevor ich dann niedergebumst werde, ne? Nee, nee. Gut, ich bin schon Level 3. Das ist halt schon ziemlich gut, ne? Die wenigsten haben so ein hohes Level in dem Moment wie ich. Jawohl. Jetzt machen wir fertig. Komm. Ja. Schieß. Tutsi. Ach, komm. Also, er hat aber echt einen Luck hoch 10. Mein Sohn. Nee, ich geh jetzt. Ich habe keinen Bock, jetzt gebumst zu werden von euch. Schade, Bro, aber es war schon nicht schlecht. Es war schon ein guter Team-Attack. Attack, Attack, Attack. Aber der Turm war halt dann da. Die Creeps müssen kommen. Warte doch mal jetzt. Oh, Mensch, ey. Das Spiel ist schon echt ultra chillig. Falls der Mann sollte, ich krieg's gar nicht mit. Ich spiele ganz gemütlich vor mich hin. Bei Counter-Strike ist halt der Voice-Chat der Scheiß, ne? Wenn sie dann auf einmal anfangen rumzuschreien. Oh, na, na, na. Oh, oh. Der Hoden, der geht um. Jetzt fick man. Jetzt fick man. Bleib still, Drecksack. Ha! Ah, fuck, Mann. Da ist direkt wieder der Turm. Stimmt ja, wir sind ja noch gar nicht so weit unten. Ich dachte, die hätten uns schon runtergedrängt, aber wir sind ja noch nach wie vor hier oben. Haben wir im Griff. Ich glaube, das Spiel haben wir wie immer im Griff. Ich glaube, dass wir den Turm auch schon ganz gut gepimmelt haben, ne? Ja. Und jetzt kommt direkt unsere nächste Truppe. Minions. Oh je. Ich brauche noch ein bisschen Mana und dann kann ich wieder reinkloppen. Nein, nicht auf den... Scheiße. Ich wollte nicht auf den Helden schießen. Ich wollte auf die Minions schießen. Ich etwa verklickt. Kann der mal bazieren, ne? Kann der mal bazieren. Run, run, dude. Fucking run. Run, dude. Run, dude. Jetzt haben wir es am Zückrille. Oder wie man das sagt. Schweizer Akzent ist auch ziemlich cool. Am Zückerli. Aber Bayerisch ist auch echt nice. Und Schwäbisch ist natürlich noch ein bisschen ultra, ne? Schwäbisch ist, gut. Er haut einfach meine Minions um, der Gegner. Wie unfreundlich ist das von ihm, bitteschön. Ha, ich habe so wenig Mana im Moment. Kann man sich auch Mana-Tränke holen? Ja, oder? Ja, Ultra-Attacke! Oh! Okay, der bekommt in der Mitte auf die Fresse. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich ihm helfen soll oder ob er nicht zu blöd ist. Welch, manche Leute schreien auch einfach nur, der Wolf ist da, der große böse Wolf ist da. Ja, ja. Und dann ist nix, ne? Und dann ist nix. Das habe ich gern. Achtung, der Turm wird weiter eingerissen. Ich denke, dass wir den jetzt haben. Nur noch Minions von denen. Ich muss gleich einkaufen gehen, ne? Aber der Mate war auch noch nicht einkaufen, von daher, wir halten jetzt einfach beide die Stellung. Wir haben den Turm gleich down. Wenn jetzt nochmal eine Lieferung Minions ankommt, dann sind wir durch. Und da kommen die Minions, von denen ich gerade gesprochen habe. Jetzt pirschen wir uns hier durch. Und auf den Turm. Hopp, Mate, hau drauf, hau drauf, hau drauf. Jawohl. Nein, lass dich nicht umbringen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Jawohl. Komm, hopp. Ja. Haha, dein scheiß Turm. Oh, Alter, bist du behindert? Die sind zu zweit. Was ist hier los? Alter, was geht denn hier ab? Wo kam der Hund auf einmal her? Ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich den jetzt auf jeden Fall pimmel, beziehungsweise einfach weglaufen kann. Alter. Egal, wir haben den scheiß Turm eingerissen. Ich würde sagen, dafür hat es sich gelohnt zu sterben, ja? Jetzt kriegen sie nämlich richtig die Hucke voll hier unten über die Lane. Achso, ich kann jetzt schon einkaufen, gell? Sehr gut. Ich hol diesen Ultra-Ding und natürlich noch den Stiefel. Der Stiefelettigkeit. Gut, here we go. Guck mal, hier sehe ich das live von meinen Mitspielern. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Was es hier alles gibt in dem Spiel, hui. Guck mal, die haben unseren Turm noch nicht mal angekratzt, Mann. Und da bin ich schon wieder gelevelt. Appelt, Alter, wie ein Appel. Und jetzt hauen wir den richtig die Hucke voll, den Pissbacken. Wir drücken uns jetzt hier einfach durch, ne? Scheiß auf die Gegner einfach. Wir drücken uns durch, leveln dabei Ultra ab und zauen dann einfach ihr blödes Dorf da oben. Verstehst du? Komm! Er ist schon wieder Ultra auf... Zack! Ha! So sieht's nämlich aus, mein Sohn. Jetzt ist er down und wir können auf der Lane nochmal richtig hochrumpeln. Komm, jetzt müssen wir ein bisschen Druck machen, damit wir zum nächsten Turm kommen, bevor der Kerl wieder geheilt ist. Alles klar, wir sind beim Turm und er kriegt sowas von auf die Fresse. Ah, fuck, da ist schon wieder dieses Schwanzkind. Egal, ich kann wieder einkaufen und auf jeden Fall Tränke kaufen. Ah, obwohl der Schuh natürlich auch nicht schlecht. Jetzt holen wir den Schuh und dann noch Tränke. Ich bin soweit, ich kann wieder spawnen. Unsere Türme stehen hier noch sonst, ne? Jawohl, Alter, die kriegen nichts gebacken. Die haben no chance gegen uns. Shitty. Jawohl, das gibt Cash ohne Ende. Und wenn dieses Gesicht da oben meint, der muss herkommen, ja, dann wird er zu Tode gepimmelt, so. Ja! Dankeschön, Bro, Alter. Der Kerl...
Oh, halt, 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 da ist schon wieder irgendein anderer Homunculus. Fuck. Alter, dude. Lauf. Ich will nicht von diesem Hund gebumst werden. Wir ficken ihn jetzt einfach. Danke, Alter. Woo! Aha. Hat er gedacht, er kann uns irgendwie ummachen, ne? Aber nicht mit uns, Alter. Die! Ha! Shit, mich blocken alle. Oh, fuck! Warte mal kurz. Trank. Jawohl, die haben einen Turret zerstört. Schön gemacht, Buben und Mädchen. Er ist gleich down, der böse Turm. La 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 la. Au. Nein. Tschüss, du Fico. Tschüss. Übrigens, ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum das Spiel länger nicht mehr kam. Also erstes Mal war ich wie immer in einer stressigen Phase, wie mein ganzes Leben eigentlich. Und da mache ich dann eigentlich hauptsächlich, also zweitens ist es jetzt, hauptsächlich die Sachen, die richtig, richtig, richtig gut laufen. LOL ist so ein bisschen gefallen, was alles angeht, also Aufrufe und Daumen und hin und her. Ja, wenn ich dann in solche stressigen Geschichten komme, die Beamung ist jetzt fast unnötig, ne, egal. Dann mache ich meistens eher nur die Sachen, die halt auch wirklich voll reinhauen. Und LOL ist noch nicht so weit, dass es richtig, richtig reinklatscht. Leute, einmal muss ich euch diese blöde Frage noch stellen, wenn ich jetzt nochmal dieses Schwert kaufe, das ich schon habe. Wird es einfach dazu addiert zu meinen jetzigen Stats schon? Was macht denn ihr hier in meinem Turm? Are you crazy? Ey, sowas von freche Gegner, ne? Guck mal, wer meint, der kann hier davonrennen, aber nicht mit mir, Alter. Tschüss. Das soll ihm jetzt mal eine Lehre gewesen sein, ne? Dass man sich nicht mit unserem Turm anlegt, hallo? Sapalot, es geht, glaube ich, langsam mal zu bunt hier. Woohoo. Die haben hier einen Turm stehen, wie geht denn das? Wie konnte das gerade eben sein, dass die hier einen Turm haben? Den haben wir doch geklatscht, oder? Oder sind wir schon so weit, hä? Ich blick gerade die Map nicht. Waren wir jetzt schon so weit vorne? Klar, da steht ein... Oh Gott, da ist er fast kaputt. Guck mal, da kommt er wieder. Er meint, er kann uns hier irgendwas antun. Ich behalte meine R auch noch so lange. Oh, scheiße, von der Seite! Okay, das nehme ich immer persönlich, wenn die unsere scheiß Türme wegklatschen, weißt du? Das ist das, woran man sieht, dass sie gut sind oder nicht. Wenn sie die Türme kaputt machen, wisch. Das ist eine Schweinerei, ist das. Wie hoch kann man werden? Level 16, ne? Oder Level 18? Wir müssen hier unbedingt durchbrechen mit unseren Leuten. Und wir dürfen keine, beziehungsweise nur wenig Creeps verlieren, dass wir da mit der vollen Macht ankommen. Ich habe so, vor allem habe ich es im Urin, dass er wieder hier irgendwo steht, der 14er, der Ficke. Beutel. Jawoll! Jetzt sind wir nämlich bei ihnen in der Base. Bro. Lauf. Aha, was haben wir da? Nicht so komische Blumen dahin pflanzen, wenn wir am Start sind. Scheiße, Mann. Von hinten! Komm. Ah, jawohl, ich kann rennen. Tschüss. Du Witzbold. Tja, und ich verstecke mich jetzt hier. Bumm. Damit haben sie nämlich überhaupt gar nicht gerechnet, dass sie mich hier hin. Woher weißt du das, du Stück Scheiße? Er ist einfach auf gut Glück dahin gelaufen, oder wie? Ja, natürlich, Alter. Super geil. Shadow Daggers, easy. Surrender, no. Was labern die? Wir sind voll am Gewinnen und er sagt, wir sollen surrendern. Da geht er wohl los hier. So, sieht ziemlich aus. Verstehst du? Wir rocken jetzt die Basis zusammen. Oh, fuck. Ja, jetzt kommen ihre berittenen Speer. Was ist denn hier los? Aufkommen, Bro. Wir müssen hier voll reinhauen und das Ding weiter kaputt machen. Damit die vielleicht noch mal ein bisschen ihren Angriff da hinten zurückziehen. Ne? Ich glaube, die schießen schon unser Haupthaus kaputt. Aber wir haben hier noch ein bisschen gepimmelt, ne? Das ist viel wert. I will report Blitz and Nami. Nur weil sie schlecht waren, oder was? So ein Stück Scheiße, ey. Aber trotzdem ein ganz gutes Spiel. Ich habe ein paar Kills gemacht. Was will man mehr? Heute Abend Livestream. Denkt dran, es wird wieder ein League of Legends 4 Game geben. Ich spiele wie immer zuerst eine Runde alleine CSGO und mache da mein Entertainment-Programm. Also was den Stream so praktisch, wo ihr mich beim Stream live halt seht. Meine Unterhaltungskünste. Und dann wird ein League of Legends 4 Game starten. Bis dahin habt ihr auch genug Bubble Dollar gesammelt, weil ihr euch natürlich pünktlich zuschaltet in den Stream und eben dann schön Bubble Dollar sammeln könnt. Ja, nach dem League of Legends Spiel wird vielleicht noch ein CSGO-Spiel folgen, wenn die Zeit reicht. Wenn die Zeit nicht reicht, gibt es aber auf jeden Fall wieder ein CSGO-Skin-Giveaway. Macht's gut, bis dann, Schokolade! Ala.